Willkommen zum Podcast Rot und Blond. Rot und Blond sind Coaches, Freundinnen, Mütter, verliebt in das Leben. Rot ist Blanche Ellis und Blond Natalie Borsi. Rot und Blond, herzlich willkommen beim Podcasten zwischen Küche, Coaching und Bühne. Rot und Blond oder Blanche und Natalie mit Cooking Out Loud. Wow, das war ungefragt von Tashi ein Willkommenskonzert. So wie wir das lange nicht hatten, ey. Dein Hund hat aber auch ein Volumen. Wenn er ein Mann wäre, dann wäre er ein Tenor. Hey, Natalie. Hi. Hi. Ich bin schon so hungrig. Erzähl mal, was du hier vorbereitet hast. Es gibt ein japanisches Salatdressing. Ich wollte mit dir nach Japan reisen. Japanisches Salatdressing. Okay. Es klingt eine Kombination aus Italienisch und Japanisch. Warum? Italienisch? Salatdressing in Japan? Gibt es da keinen Salat doch? Ja, es kommt mir nicht so bekannt vor. Okay. Ich denke immer, die machen nur alles mit Sojasauce. Das ist, da ist auch ganz viel Sojasauce drin. Pass auf, das habe ich auf einem japanischen Kochabend kennengelernt und ich war zuständig für diese Salatsauce und ich kriegte hingestellt einen Pott Mayonnaise und Sojasauce. Nein. Und eine Zitrone. Mayonnaise? Ja, und dann habe ich gedacht, nee, das kann ja nicht gut werden. Also ich habe so eine gewisse Abneigung gegen Mayonnaise. Ja, das hätte ich auch. Und nee, Quatsch, ich liebe Mayonnaise. Ja, du liebst Mayonnaise. Ja, ich mag das. Das ist ja okay, Holland. Also Pommes mit Mayo, meine Güte, bin ich. Das hatten wir in der ersten Folge, stimmt. Pommes mit Mayo. Ja, ja, nee. Also ich bin damit aufgewachsen, dass Mayonnaise fettig ist und ungesund und dick macht. Und es gab, wenn bei uns Miracle Whip, aber Mayonnaise so richtig gab es nie. Und nun sollte ich aus diesem Mayonnaise-Pott eine Salatsauce machen, dachte, den Salat, den esse ich auf keinen Fall. Und dann sagte die Japanerin, mit der wir gekocht haben, also wenn du Mayonnaise hast, bleib weg von Japan. Weil ich dazu sagte, oh, ich würde so gerne mal nach Japan reisen und finde die japanische Küche so toll. Und da habe ich gedacht, okay, habe ich jetzt ein Vorurteil oder sollte ich mich mal drauf einlassen auf die Mayonnaise? Und was soll ich sagen, ist eins meiner liebsten Salatdressings geworden. Wirklich? Ja. Wie macht man das? Ich will es wissen. Du willst es wissen, weil das ist so einfach. Okay. Also streng genommen brauchst du japanische Mayonnaise. Ja. Was ist denn, jetzt muss ich nochmal nachfragen. Habe ich mir gedacht, dass du neugieriges etwas nachfragst. Weißt du nicht, ne, was japanische Mayonnaise ist? Nee. Japanische Mayonnaise besteht nur aus dem Eigelb gemacht und nicht aus dem ganzen Ei. Dadurch. Wieso ist das japanisch, wenn ich fragen darf? Weil deutsche Mayonnaise wird aus dem ganzen Ei gemacht und da hat die Mayonnaise einen viel höheren Ölanteil als Eianteil. Ah. Und in Japan nehmen die nur die Eigelb und viel weniger Öl, das heißt, die ist viel eiger. Witzigerweise, meine Oma war ja doch auch so eine fantastische Köchin und die hat mir beigebracht, wie man Mayonnaise rührt, also aus Eigelb und Öl. Ja, wie die Japaner. Und dann sind wir, also die Japaner haben das bestimmt von den Holländern geklaut. Aber wie auch immer, man muss keine japanische Mayonnaise verwenden, sagte mir die japanische Köchin. Wir haben an dem Abend auch keine japanische Mayonnaise verwendet, sondern eine ganz normale. Aber ich habe nachher ein bisschen recherchiert. Man bekommt auch diese japanische Mayonnaise hier, die heißt Kewpie oder so. Sieht so ganz lustig aus. Ja, also ich finde, man muss es jetzt für dieses Dressing nicht haben. Es geht normale Mayonnaise. Aber worauf man achten sollte, ist, dass man wirklich japanische Sojasauce verwendet und zwar helle. Und dann machst du jetzt einfach diese Mayonnaise hier hinein. Oh ja. Schlägst die ein bisschen. Ja. Und du halt, kannst du mal festhalten, so ein bisschen, anstatt hier nur so faul zu jukulelen. Tut man die helle Sojasauce nicht, aber gut. Da hineinrühren und ein bisschen Limettensaft, wobei die Japaner nehmen, glaube ich, Zitronensaft. Und jetzt rühre ich noch mal ein bisschen und jetzt habe ich eine wunderschön cremige Creme, die damals an dem Kochabend unter einen Salat gemacht wurde mit Thunfisch und Gurke und so weiter. Lecker. War auch sehr lecker. Aber ich finde diese Soße total toll zum Dippen. Ich finde sie ganz toll über diese kleinen Kopfsalatherzen so drüber geträufelt. Oder einfach mit Möhrchen zum Reinstippen oder Gurkenstücken oder ein Stück Baguette.
Möchtest du mal probieren? Guck mal, ich habe ein Stück Baguette für dich da extra hingelegt. Ja, die duftet so stark durch diese Limette. Durch die Limette jetzt und nochmal. Und Sojasauce riecht man auch immer sehr gut. Ich mach mal mit einem Löffelchen jetzt. Oh. Die ist doch super, oder? Und die ist... Ja, da gehen alle Geschmacksknospen auf. Ja, Umami pur. Und die ist wirklich einsetzbar für alles Mögliche. Unter anderem haben die Kinder kürzlich hawaiianische Bowls gemacht. Und ich hatte noch so eine Restsoße. Eigentlich ist diese Soße immer in unserem Kühlschrank inzwischen, weil die hält sich ja dann auch ein paar Tage, wenn du die gemacht hast. Und du kannst die auch unter einen Sandwich machen oder was weiß ich. Also deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Und die haben es über eine... Reisbowl gemacht mit Avocado und Mango und so weiter. Oh ja, mit Avocado schmeckt das bestimmt köstlich. Auch herrlich. Und an dem Abend hat diese Japanerin, das fällt mir jetzt gerade ein, das müssen wir vielleicht auch mal hier im Podcast machen, das fand ich sehr lustig. Magst du Kohlrabi? Ja. Und die roh geschnitten, herrlich. Ja, und die nächstes Mal nimmst du mal einen Kohlrabi und legst den die ganze Nacht in eine Flasche Bier ein. Also letztlich lässt du den Kohlrabi... Das war jetzt das Letzte, was ich erwartet habe. Du siehst auch sehr überrascht aus. Ja. Also die hat diesen Kohlrabi in Bier eingelegt, dann dünn aufgeschnitten und auch diese Soße darüber gegeben. Ach, und wie schmeckt Kohlrabi im Bier, kann mir jetzt gar nicht vorstellen. Ja, es schmeckt total interessant. Du schmeckst schon den Kohlrabi, aber der ist nicht mehr so penetrant kohlrabihaft, sondern kriegt eher was Weiches. Ja. Wird auch so ein bisschen wie weicher, ne? Ist nicht mehr ganz so roh. Und das war mit dieser Soße auch super toll. Ein Traum. Fällt mir gerade ein. Aber das habe ich von den Japanern nicht gewusst. Nee. Und ich war ja mal in Tokio. Aha, du warst schon, warst ja auch schon in Mexiko. Ja, sorry, ich bin Angeber. Ja. Aber ich war wirklich da mit dem Yamaha Festival. Das hatte ich mal gewonnen in der Benelux, also Belgien, Niederlande und Luxemburg. Und da durfte ich als Preis nach Japan. Und dann sagte ich zu dem Chef von Yamaha, in Niederlande sagte ich, ja, dann will ich auch meinen Freund mitnehmen. Weil so jung, naiv und absolut frech. Und ja, Japaner sind unglaublich höfliche Menschen und die können eigentlich nicht Nein sagen. Mhm. Und darauf hatte ich gehofft. Ich bin meine junge Braut. Du bist auch noch strategisch. Und dann sagte er, yes, yes, yes. Und ich habe gesehen, er schwitzte und er war echt in Panik. Und dann irgendwann, yes, yes. It's absolutely impossible. Das werde ich nie vergessen. Aber in Japan hat mich am meisten beeindruckt, dass in den Schaufenster, jedes Restaurant hat ein Schaufenster, und da stehen alle Gerichte in Plastik. Halleluja, das hatte ich davor noch nie gesehen. Und ich habe da mit Stäbchen essen gelernt. Das kann mit ich bis 23 heute nicht. Oder so. Was damals noch nicht so en vogue Nein, war. Genau. Ja, das ist meine Geschichte dazu. So, was war eigentlich das Thema von das heute? Das Thema war Vorurteil. Vorurteile. Es ist natürlich ein Urteil. Ja, was vielleicht trifft. Sollen wir das kurz sagen, dass wir uns manchmal hier so Kärtchen hinstellen, dass wir immer mal wieder auf unser Thema zurückkommen, weil meine Idee zur Mayonnaise war, ich hatte ein Vorurteil gegenüber Mayonnaise und wurde eines Besseren belehrt und weiß inzwischen Mayonnaise durchaus zu schätzen. Ja. Sag mal, was ukulelst denn du da vor dich hin? Woher weißt du, dass in Holland das Ukulele heißt? Es weiß ist eigentlich Ukulele in Deutsch, aber das habe ich bestimmt schon gesagt. Ne? Aber ich lukelele hier vor mich hin, weil ich liebe meine Ukulele. Die ist ja so hübsch. Ne? Die habe ich neu gekauft, weil ich dachte, für unseren Podcast ist das ideale Format. Ja, die und früher habe ich ja auch Gitarre gespielt. Sie hat sogar einen kleinen Corona. Siehst du hier in der Mitte? Eine kleine Sonne. Das ist irgendwie schwierig. Eine Corona ist eine kleine Sonne, ich weiß, aber man denkt immer... Eine Corona ist auch eine Krone, Krone natürlich. Ist auch eine Krone. Aber das, eine Sonne, eine Krone. Auf jeden Fall. Es ist so, ich habe auf diesem Ukulele schon gleich ein Liedchen. Auf der Ukulele heißt das, ne? Ich kann Deutsch, wirklich. Auf der Ukulele, ja, ist richtig. Und das heißt Soul Shower. Oh. Also du kennst ja, wenn man unter die Dusche geht, dass man manchmal das Gefühl hat, dass man so ein bisschen neu geboren wird. Ja, das mache ich jeden Morgen und jeden Abend. Ja. 2 Wiedergeburten am Tag. Oh, du bist viel Duscher. Nein. Aber ehrlich, ich spare Wasser. Nee. Es geht auch ganz kurz, das Wiedergeboren werden. Das stimmt. Ja. Naja, auf jeden Fall ist es so ein tolles Gefühl. Und das ist mir eingefallen, als ich dieses Lied geschrieben habe, weil du auch immer so leckere Sachen machst und das sind dann auch so kleine Wiedergeburten, wenn man die kostet. Auf jeden Fall, auch wenn man singt,
fühlt man sich manchmal so erfrischt. Mhm. Und darüber geht dieses Lied. If you're 70 or 25, if you're in the middle of your life, you're a doctor or a refugee, come along, sing this song with me. I say everybody's young at heart. You never get old when you dream your dream. Dream away from everyday's beat. Make life better with this recipe. The rain keeps falling on your head, and the whole world is driving you mad. Singing is power, it's a soul shower. La 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 la. Everybody's young at heart. You never get old when you dream your dream. Dream away from everyday's beat. Make life better with this recipe. Wow. Aber vorurteilsfrei, bist du das? Also ist na, sag mal so, ich mache mir meine Vorurteile immer sehr bewusst. Oh, ich habe sie dann schon. Ja, naja, bin Coach, ich muss das auch ein bisschen leben. Ich will nicht sagen, dass ich es immer so gut kann, aber okay, dann denke ich, okay, das ist gerade ein Vorurteil, was du da hast. Gib mal ein Beispiel. Naja, wenn ich sagen darf, ich erröte schon fast, aber gegen Männer habe ich schon manchmal ein Vorurteil. Echt? Ja, weil ich da schon, na, ich habe da so wiederholt gewisse Erfahrungen gemacht. Okay. Zum Beispiel, Männer wollen doch nur das eine. Oh, jetzt die Frage, was? Frauen wollen vielleicht auch nur das eine. Ja, das stimmt. Aber das was wollen die denn? Okay. Okay, Frauen dürfen das. Es ist Quatsch, ich liebe Männer und nicht alle, aber ein paar. Und ich finde auch schön, dass es sie gibt, aber es sind so eingebrannte Sachen, die man hat im Leben, weil man eben zu oft etwas erlebt hat. Und da muss man auch sich dessen bewusst sein. Wobei, ist es dann ein Vorteil, wenn man es auch wirklich erlebt hat, oder ist es nicht ein Vorteil? Doch, weil es nicht alle Männer so sind. Ja, okay, stimmt. Und weil du es dann verallgemeinerst. Ja, und wenn du schon so rangehst, projizierst du das quasi auf jeden und machst es denen auch leicht, so zu sein. Ne? Ja, du ebnest denen quasi den Weg, dazu, sich so zu verhalten. Und das möchte ich natürlich nicht. Also nee, ich finde, Vorurteile sind nicht so schlimm, wenn sie nicht böse sind, aber man muss es sich schon bewusst machen und dann kann man sie auch wegwischen eigentlich, ne? Wenn man gesund im Kopf ist, ja. Und dann werden sie zu Vorteilen. Dann muss man nur das Ohr rausschneiden. Genau. Ist doch ganz einfach. Ich wollte mit dir heute eigentlich über Vorteile reden. Ja, Vorteile nach den Vorurteilen. Ja, genau. Wie man Vorurteile in Vorteile umdrehen kann. Ist doch schön. Wunderschön. Das hast du schön gesagt. Damit beenden wir die Sendung, oder? Damit beenden wir die Sendung. Ich wünsche dir noch einen tollen Abend mit mir. Ohne Vorteile. Cheers, ciao. Baby. Alle Rezepte findest du auf kochen, kunst und ketchup.de und Infos zu den Songs auf singingoutloud.de. Magst du Rot und Blond mit Cooking Out Loud? Bitte abonnier uns. Bis bald in unserer Küche.